So, ja, endlich haben wir mal einen der Assis live auf frischer Tat hier im Global, der mal wieder seinen Account verkauft. Das ist natürlich geil. Endlich auf frischer Tat mal einen ertappt. So, also, das ist natürlich sehr geil. Ja, das ist ungefähr jetzt, ich glaube, die letzten 5 Mal, wo ich im Global war, war das, glaube ich, immer, dass irgendeiner meistens verschenke meinen, es war sogar immer dieser Typ, glaube ich, verschenke meinen Account Zeus Rathaus 12 Max, die Daten gibt's im Clan. Natürlich, 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 natürlich ist das keine Abzocke, natürlich ist das Abzocke. Es ist natürlich immer dieser Account, ich musste echt mal, vielleicht kann man den irgendwie sperren oder so. Keine Ahnung, also es verschenkt natürlich niemand diesen Account. Ich werde mir gleich mal die ID angucken davon und werde die dann mal vielleicht an Supercell weiterleiten, dass sie den endlich mal sperren. Das wäre so geil, wenn die diesen Max-12-Account einfach mal sperren würden. Ich würde das so feiern. Ich mache mal eben einen Screenshot, Moment. So, also wir haben jetzt endlich mal einen, ich habe ihn jetzt gescreenshottet sozusagen. Und wir gucken jetzt mal, dass wir mal einfach mal in die Folge anders reinstarten. Ich weiß gar nicht. Du gibst Geld, bekommst aber nicht den Account. Da ist er fast richtig. Du gibst kein Geld, du bekommst den Account, aber trotzdem nicht. Also, fast richtig. Fast richtig. Aber ich wollte eigentlich eine ganz andere Folge machen, eigentlich. Ich wollte mal Clan-Tricks-Angriff noch machen. Oh, jetzt ist mir das komplett dazwischen geraten, dass wir diesen Trottelkopf jetzt gerade gefunden haben. Hier im Global. Ich bin ja immer noch ganz verwirrt. Also die Leute wollen gehen dann da rein, dann sagt dann, ja, gib mir die Daten von dir und dann, wie war das nochmal? Verbinde deinen Account nicht mehr mit der Supercell-ID und dann gib mir die E-Mail-Adresse und die Daten und dann, ja, verbindet er quasi deinen Account mit deiner E-Mail-Adresse und dann ist dein Account weg. Also wenn ihr so jemanden seht im Global, das will ich jetzt nochmal einmal ganz kurz sagen, ignoriert ihn, meldet ihn und dann ist gut. Das ist gut. Direkt melden. So. Und jetzt gehen wir mal rein in den Krieg. Ich hätte die Nummer 15 mir markiert und wir gucken einfach mal, dass wir das auch hinbekommen. Also, der No-Head hatte eben angegriffen vorher, aber niemals erst die Ballons. Und dann kommt was aus der Clanburg raus und hast du den Salat. Okay, in diesem Fall hat er sogar Glück. Ich vermute mal, entweder ist die Clanburg leer. Oder ist ein Loons drin. Eine andere Möglichkeit, oder ein Hund. Ein Hund geht ja nicht. Da hat er nicht genug Platz für. Deswegen gucken wir mal nach. Das ist immer der erste Schritt. Okay, sie ist tatsächlich leer. Sehr gut. Das bedeutet, wir können den Zauber hier nehmen. Da brauchen wir dann keinen Giftzauber. Dann brauche ich die auch nicht zu locken. Das wird uns auf jeden Fall das Leben um einiges erleichtern. Was war denn mit der Nummer 10, die ich gleich noch angreifen wollte? Hat die auch nichts in der Clanburg oder was ist hier los? Oh, der Gegner hat sich nicht mal die Mühe gemacht, die Clanburgen zu füllen. Das riecht nach einem weiteren Sieg. So. Ja, ich grüße alle Leute aus meinem Clan. Ich grüße alle bis auf Honey und Nanny. So, kurz gehustet und jetzt können wir loslegen. Also, Nummer 15, 2 weitere Sterne. Dann wären wir bei über 100. Das wäre natürlich, oder? Ja, der hat schon 1 Stern, aber ist mir jetzt egal. So. Ich habe extra auch ein paar Bogies mitgenommen für die Außen. Und jetzt machen wir das so. Setzen da den Erdbeben drauf. Haben 2 Magiertürme, haben die Luftabwehr, haben das Rathaus. Alles klar. 7, 8. Und jetzt mal eben warten. Warten. Jetzt hinterher, meine Freunde. Ihr nach da. Fring. So, Nummer 2. Und Nummer 3. So, haben wir sonst noch irgendwo was, wo wir setzen können? Ich glaube erstmal nicht, oder? Doch, hier oben, komm, wir setzen schon mal den König schon mal und die Königin. Ey, Königin Level 6 schon, ist das geil, oder? Ey, so, sie werden einfach so schnell erwachsen, das ist unglaublich. Sie werden so schnell erwachsen. Eben war sie noch Level 1 oder eben war sie noch gar nicht da auf der Welt und jetzt ist sie schon tatsächlich Level 6. So, jetzt haben wir auf jeden Fall, ja gut, es war easy. Easy peasy. Das war easy peasy. Wir haben zum Glück noch Truppen in der Hinterhand, können gleich nochmal direkt einen zweiten Angriff machen. Im Clankrieg. Ich weiß gar nicht, wie lange der noch läuft. So 4-5 Stunden, glaube ich, noch. Gestern, wo ich gestartet habe, war der Krieg, glaube ich, noch nicht dran. Oder die Queen hat ja, glaube ich, einen Tag gedauert. Ich habe, glaube ich, 4 Stunden vorm Start gestartet, die Queen. Und dann gucken wir mal. Ja, 4 Stunden 47, der Gegner greift tatsächlich noch an.
Hätte ich nicht gedacht, dass sie da nochmal aus der Pötte kommen und Tatar sich noch angreifen. Sie haben noch 4 Stunden und 47 Zeit. So, wir fragen mal an. Lohnt's? Ich brauche ja nichts für die Ecken, glaube ich. Ne? Dann nehmen wir ruhig noch einen Lohn mit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rest lohnt's für gleich. So. Ich bräuchte allerdings mal einen Trainingstrank. Ist da was Neues im Globalen noch? Nein, nichts Neues. Sie haben sich alle damit abgefunden, dass der Account jetzt nicht verschenkt wird. Boah, ich habe 4 Arbeiter frei. Was? Okay, wir müssen jetzt erstmal ein paar günstige Sachen mal eben machen. Goldmine. Und der Bogiturm. Alles klar. Ein paar neue Sachen bauen wir jetzt mal eben noch. So, 2 Minuten. Ist das da fertig? Ja, wir haben einen. Wir haben einen Trainingstrank bekommen. Magische Gegenstände. Ein Trainingstrank. Perfekt. Ich habe auch noch den Trank der Helden. Den werde ich jetzt aber nicht benutzen. Den machen wir in einem CW, wo es sich auch wirklich lohnt. Wahrscheinlich dann in der CWL. Weil, seien wir ehrlich. Ich glaube nicht, dass sich das in diesem CW noch großartig lohnen wird. Und ja, kurzer Cut. Oh, Level 7 Ballons. Bis gleich. So, dieser wird etwas schwieriger sein, glaube ich. Er hat sogar X-Bögen, er hat eine Queen. Also, das wird auf jeden Fall. Das wird auf jeden Fall eine harte Nuss werden. Ich weiß nicht, ob ich jetzt hier 3 Sterne holen kann, aber wir probieren es natürlich. Also, zumindest das Ziel sind erstmal 2. Der Hoffi hatte noch diese Base, glaube ich, auch noch quasi beansprucht. Das bedeutet, falls ich jetzt hier versagen sollte, haben wir immer noch den Hoffi, der dann immer noch ein bisschen nachbessern kann, falls ich versage. Das wollte ich damit sagen. 1, 2, 3, 4. Setzen jetzt ruhig mal ein bisschen weiter. Lassen sich schon mal ein bisschen Arbeit verrichten. Und jetzt kommen auf jeden Fall auf dieser Seite schon einmal die Loons. Die sollen ja da drauf. So, ihr hinterher. Zweiter Zauber. Oben definitiv König und Königin. Ich hoffe mal, die Königin. Ja, sie springt drüber. Sie ist drüber gesprungen. Perfekt. Das bedeutet, die Queen ist jetzt gleich schon mal kaputt. So, oben noch 2 drauf. Drachen leben noch halbwegs zumindest. Nicht vergessen zu zünden. Ja. Alle rein. Alle rein in die Mitte. Queen ist auch noch am Leben. Okay. Es sieht so schlecht schon mal nicht aus. Es sieht so schlecht schon mal nicht aus. Wir haben gleich das Rathaus. Wir haben gleich schon mal zumindest den zweiten Stein und hohe Prozente. Es wird sogar reichen, glaube ich. Ich meine, klar, es ist eine schlechte 9er-Base. Aber muss man ja trotzdem erstmal schaffen. Ja, das reicht. Die Queen. Ah, Level 6 Queen. Sie ist so gut. Sie ist so gut. Sie gefällt mir so gut. Es läuft. Es läuft. So, 2x3 Sterne. Auf jeden Fall schon mal sehr, sehr gut. Das läuft. Ah, perfekt. Perfekt. So, jetzt macht da oben noch was kaputt. Es sind sogar noch einige übrig. 1, 2, 3, 5 Drachen sind noch. 5 Drachen waren das noch, ne? 5 Drachen sind noch übrig geblieben. Uiuiui. Den Bonus, den kann ich richtig gut gebrauchen, denn überlegt mal. Moment. Ich habe jetzt schon 1,5 Millionen in der Schatzkammer. Die werde ich jetzt erstmal nicht leeren. Danach kommen noch wahrscheinlich 932.000 dabei, je nachdem, was der Gegner macht. Sie werden jetzt plötzlich, wird der Gegner richtig aktiv irgendwie, aber so ganz, ja, so richtig gut sind sie jetzt hier, aber ich guck dir das mal an. Gerade mal 47%. Ich glaube nicht, dass das noch irgendwie großartig reichen wird. Nee. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das reicht. Okay. Ich weiß nicht genau, was der Gegner jetzt hier vorhat. Wurde ich schon angegriffen? Wo bin ich? Ich bin sogar Nummer 9, Leute. Ich bin so weit oben. Ne, 15 Angriffe, 26 Sterne. Es sieht sogar gut aus. Ey, 4 Stunden 41. Der Gegner muss doch mal irgendwie in die Pötte kommen. Und nein, ich. Luke, ich weiß, du willst mich immer einladen, aber. Also Luke ist ein Mitglied von dem Kanal. Aber ich kann ja nicht aus diesem Clan raus. Verstehst du? Ich kann ja diesen Clan jetzt nicht verlassen. Das bedeutet, selbst wenn ich jetzt in deinen Clan rein wollte, könnte ich das ja gar nicht tun, weil. Ja, weil ich ja nicht hier raus kann. So. Und dann würde ich sagen, bauen wir noch einen kurzen Cut. Wenn wir noch einen Gegner raussuchen, wollen wir ein bisschen farmen. Wir müssen gucken, was wir noch ausbauen können. Und dann, was gibt's hier noch? Nein, 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 nein. Wir kaufen keine Runde des Goldes. Kurzer Cut, bis gleich. So, wir haben mal wieder eine inaktive Base gefunden. Eigentlich eine sehr schöne Base, aber ihr seht es schon, die Minen und Sammler sind alle leer. Deswegen nehmen wir ihn natürlich jetzt mal eben gerne mit. So, Fegerlein stehen auch ganz gut. Eigentlich ist das eine richtig schöne Base und ich weiß auch gar nicht genau, wie ich jetzt hier angreifen soll. Am besten erst einmal so. Ich versuche jetzt eigentlich mit den, ja, mit den Drachen den ganzen Loot zu bekommen. Das wäre natürlich sehr geil, wenn das klappen würde. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, und da noch was drauf. Die restlichen noch da drauf. Und dann gucken wir einfach mal, wie weit wir kommen mit unseren Drachen und mit vor allem. Oh, ich habe ja die Queen auch noch. Die Queen habe ich noch, den König habe ich noch, da oben ist noch was, da noch was hin, da noch was hin. Ich will eigentlich nur den Loot haben.
Ich will nur die Minen und Sammler. Und vielleicht nur die 50%, aber das wird wahrscheinlich eher knapp werden, oder? Wer weiß. Da noch einen hin? Da ist auch noch was? Okay, es reicht. Oder? Oder? Es ist spannend. Es wird aber, glaube ich, reichen. Ich glaube, es wird reichen. 32%, 36%, okay, 37%. Ja, ich habe ja die Queen noch. Und den König habe ich auch noch. Er hat allerdings noch 2000 Dunkles. Das war noch, ist noch vor allem in den Bohrern drin. Da ist eine. Und da ist noch eine. Ich denke mal, den Bohrer hier werden wir sogar wahrscheinlich noch kriegen, oder? Ja, kommt drauf an. Aber wir haben jetzt den Stern schon mal geholt. Nicht schlecht. Bonus ist unsicher. Ja, hol den dir noch. Hol dir noch den Bohrer. Hol den noch. Nein, haben wir nicht mehr ganz. Ach, Mann. 649 Dunkle sind noch da. Die will ich natürlich noch eben haben. Deswegen setzen wir dich nach da. Warten wir eben ab. Eine Minute 24 noch. Ach komm. König, lauf noch da rein. Hol dir noch den Bohrer. Königin, hol dir den anderen Bohrer. Dann hätten wir noch 649. Ja, das wird reichen. Wir können sie ruhig aufopfern. Erstmal schon mal so dahin. Queen habe ich schon mal den Abzug hier schon mal gedrückt. Damit wir sie auch gleich zünden können, wenn es sein muss. 214 noch. Jedes Tröpfchen zählt. Die 70% zählen auch noch. Der König ist sehr angeschlagen. Oh, König, beeil dich ein bisschen. Beeil dich, beeil dich, beeil dich. Du musst doch eben den Bohrer holen. Die Resten sind 214. Ja, 8 Stück sind noch übrig. Okay. Aber wir haben die 70% geholt. Bedeutet maximalen Bonus. Alles an Loot bekommen. So ziemlich alles. So ziemlich alles. Königin, sparen wir uns auf. Sehr gut. Und jetzt machen wir mal Kassensturz. Wir haben 2,5 Millionen Gold, 916.000 Elix, 15.000 Dunkles. Queen kostet mich 35.000, das ist viel. Der kostet auch 35.000, die Queen ist halt immer ein bisschen teurer. Und das bedeutet, ich werde als nächstes die Queen auf 7 machen, wenn ich die nötigen Ressourcen habe dafür. Und dann, wenn ich sie bis auf 10 hochziehen, hoffentlich, das wird natürlich ein bisschen dauern, aber wenn sie auf 10 ist, dann werde ich, glaube ich, erstmal wieder weitermachen mit dem König und die Queen dann so ein bisschen nachziehen. Immer also abwechselnd, aber immer 5 Level, weil ich ja die Fähigkeit der Königin ausbauen möchte. Und ja, wir sind am Ende von dieser Episode. Wir sehen uns vielleicht später wieder, ich denke mal eher morgen wieder. Und schaltet auf jeden Fall morgen ein. Morgen wird es auf jeden Fall eine sehr, sehr geile Folge geben. Ich kann noch nicht zu viel versprechen, aber guckt morgen rein und wünsche euch noch einen schönen Sonntag. Lasst es krachen und dann bis morgen oder bis später. Macht's gut. Tschüss.